Am Tag nach dem Attentat trauert Lüttich um die Opfer. Vor dem Rathaus und an vielen anderen Orten in der Stadt hielten die Menschen eine Minute lang in stillem Gedenken inne. Die Lütticher Polizei veröffentlichte auf ihrer Facebook-Seite dieses Foto der beiden getöteten Polizistinnen. Der Angreifer hatte erst von hinten mit einem Messer auf die Frauen eingestochen und sie dann mit ihren Dienstwaffen erschossen. Kurz danach feuerte er auf ein parkendes Auto. Dieser junge Mann starb. Cyril van Krieken war einer der besten Boule-Spieler Belgiens. Der 22-Jährige hatte gerade seine Ausbildung abgeschlossen und wollte im Herbst als Grundschullehrer anfangen. In Lüttich wehen die Fahnen auf Halbmast. Im Rathaus liegt ein Kondolenzbuch aus. Derweil stellte sich heraus, dass der Angreifer in der Nacht zuvor noch ein viertes Opfer getötet hat. Der Mann war ein früherer Häftling, der mit dem Angreifer im Gefängnis saß.